Wir setzen fort mit Tagesordnungspunkt 7. Hier ist das Verkehrsbauvorhaben Königsbrücker Landstraße zwischen Karl-Marx-Straße und Arkona-Straße auf der Agenda. Und ich schaue gerade, reguläre Debatte. Wir beginnen heute mit den Freien Wählern. Die wären die Ersten, wenn sie wollen. Es sind aber kein Redner gemeldet. Es sieht nicht so aus. Dann habe ich bei Bedarf Bündnis 90 Die Grünen, Frau Gaspari. Ist der Bedarf da? Bitte schön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stimmen heute über die Vorlage Verkehrsbauvorhaben Königsbrücker Landstraße zwischen Karl-Marx-Straße und Arkona-Straße ab. Es geht um die Linie 7, die dort teilweise eingleisig fährt und in Zukunft auf zwei Gleisen fahren soll. Aber es geht um viel mehr. Es geht nämlich auch darum, dass das Ortsteilzentrum in Klotzsche neu gestaltet werden soll. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum in einem sehr, sehr frühen Planungsstadium schon 2018 die Stadtverwaltung die Planungen auf einer Informationsveranstaltung vorgestellt hat. Sie hat sie attraktiv, informativ und verständlich präsentiert. Bürgerinnen und Bürger sind gekommen aus Klotzsche und haben ihre Fragen gestellt. Das war 2018. 2019 kam dann die Vorlage und auf einmal haben viele in Klotzsche festgestellt, hier geht es um unser Ortsteilzentrum, hier wollen wir beteiligt werden, hier wollen wir einbezogen werden. Das Schöne in Klotzsche ist, es gibt unglaublich viele Menschen, die bereit sind, sich zu engagieren. Und die haben in kürzester Zeit ein Straßenfest organisiert, den Straßenabschnitt teilweise gesperrt, außer für die Linie 7. Es gab Aktionen für Kinder und Jugendliche am 3. Oktober. Es gab einen Informationsstand und da wurden die ganzen Pläne der Stadtverwaltung vorgelegt und mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert. Die DVB hat aktiv unterstützt und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschickt. Und alle Gewerbebetreibenden waren einbezogen. Sie fanden das auch cool. Sie haben ihre Flächen vor ihren Gebäuden zur Verfügung gestellt oder sie haben selbst aktiv mitgemacht. Trotz Kälte und Regen, es kamen ganz viele und haben sich dafür interessiert. Was war das Ziel des Ganzen? Das Ziel war, die Klotzscher wollten eine Bürgerwerkstatt. Sie wollten in direkten Austausch mit der Verwaltung treten und sie wollten selbst mitsprechen, was da genau passieren soll. Diese Bürgerwerkstatt hat dann unser grüner Baubürgermeister, damals Herr Schmidt-Lamontin, beauftragt. Im Mai sollte der Termin stattfinden, es war alles geklärt, aber dann kam Corona. Und deshalb wurde das Ganze ins Internet verlegt, es gab eine Online-Beteiligung. Und auch hier muss ich sagen, die Stadtverwaltung hat unglaublich attraktiv, abwechslungsreich, gut verständlich das Ganze aufbereitet mit viel Engagement. Und das Ergebnis war auch, es gab ein großes Interesse, über 1400 Menschen haben sich an dieser Bürgerbeteiligung zum Ortsteilzentrum in Klotzsche, zu der Verkehrsbaumaßnahme beteiligt. Und über 500 Hinweise sind dazu eingegangen. Und jetzt, das Interessante ist, es wurde sehr deutlich klar, was die Menschen wollen. Und zwar, sie wollen erstens, sie wollen nicht nur informiert werden. Informieren frühzeitig ist total wichtig, denn die Leute wollen wissen, was los ist bei ihnen, was geplant ist, was sich verändert. Sie wohnen ja schließlich dort. Aber sie wollen eben nicht nur informiert werden, sie wollen richtig beteiligt werden, einbezogen und mitgenommen werden. Das ist den Menschen wichtig und sicher nicht nur in Klotzsche, sondern ich denke, das wird überall in Dresden so sein. Das Zweite, was auch aufgefallen ist, was den Menschen ganz, ganz wichtig ist, ein Ortsteilzentrum soll verkehrsberuhigt sein und eine hohe Aufenthaltsqualität haben. Das kam immer wieder und ich denke, auch das ist ein Thema, das uns überall in Klotzsche begegnet und vermutlich wollen die Menschen überall ihre Ortsteilzentren gerne verkehrsberuhigt haben. Und das Dritte, was sie wollten, und das denke ich ist auch allgemeingültig für ganz Dresden und wurde dort aber deutlich abgestimmt, mehrheitlich, sie wollen durchgehende Radverbindungen haben, ohne Unterbrechung.
Und genau um diesen letzten Punkt geht es eigentlich. Die Vorlage, die liegt uns jetzt vor. Und in der Vorlage wurde die Variante 3 ergänzt. Das ist die durchgehende Radverkehrsverbindung. Und das ist das Ergebnis der Bürgerbeteiligung gewesen, was sich die Menschen dort wünschen und vorstellen. Und der federführende Ausschuss hat das übernommen. Und über diesen Beschluss werden wir jetzt abstimmen. Ich freue mich über eine breite Zustimmung zu der Vorlage mit der Variante 3. Und ich glaube, ganz viele Menschen in Klotzsche werden sich auch über diesen Beschluss freuen. Vielen Dank. Wird CDU das Wort gewünscht? Nein. AfD das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. Linke? Auch nicht. SPD? Herr Engel, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Frau Kaspari hat jetzt schon ein paar Sachen zu dieser Planung hier auch ausgeführt, zu dem Vorschlag, der heute hier vorliegt. Man muss ja ein bisschen was dazu sagen, weil wenn man sich die Ursprungsplanung auch in der Vorlage anschaut, da war da noch etwas anderes vorgesehen. Da war vorgesehen, eben keine durchgängige Radinfrastruktur auf der Königsbrücker Landstraße zu schaffen. Da war vorgesehen, dass man nur in Steigungsstrecken den Radverkehr mit einem Schutzstreifen separiert. Und insgesamt hat die Planung auch aus meiner Sicht damals nicht den wirklich konsistentesten Eindruck gemacht. Und ich glaube, es ist gut, dass man hier nochmal diese Extraschleife auch gedreht hat mit der Bürgerbeteiligung, um da tatsächlich nochmal ein bisschen auch nachzuarbeiten. Denn um was geht es denn hier? Es geht im Kern darum, dass wir die am stärksten genutzte Straßenbahnlinie in Dresden, die Linie 7, mit ihren über 50.000 Fahrgästen pro Tag tatsächlich stadtbahngerecht ausbauen für unsere breiteren Wagen, die wir jetzt ja nach und nach bestellen, um den Dresdner Nahverkehr auch auszubauen. Und dazu gehört selbstverständlich auch der Abschnitt auf der Königsbrücker Landstraße. Und es ist so, dass die Bürgerbeteiligung wirklich auch gut lief, wirklich gut aufbereitet war und aus meiner Sicht wirklich auch angeregt hat, mitzumachen. Also da tatsächlich auch ein Lob an den GB6, der das aus meiner Sicht da wirklich mal sehr, sehr gut auf die Beine gestellt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde auch die jetzige Lösung sehr überzeugend, tatsächlich Richtung Norden auch durchgängige Radfahrstreifen auch zu schaffen und dann aber parallel auch eine Route durch die Alexander-Herzen-Straße und Kieler Straße entsprechend für den Verkehr Richtung Süden auch auszubauen. Und hier möchte ich tatsächlich auch die Verwaltung bekräftigen, auch diese Planung weiter voranzutreiben, damit das im besten Fall dann auch in einem Guss passiert, dass man da wirklich tatsächlich in Norden als auch in südliche Richtung wirklich eine entsprechend gute Verbindung auch hat. Und wir müssen natürlich jetzt gucken, wie wir das Stadtteilzentrum tatsächlich attraktiv auch gestaltet bekommen, wie wir auch die Übergänge zu Privatgrundstücken angemessen gestaltet bekommen. Das ist da derzeit alles noch nicht ganz optimal, wenn man sich das vor Ort anschaut. Und ich glaube, da besteht auch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Und ein letzter Kommentar noch. Die Verwaltung hat in einer ihrer Folien, glaube ich, formuliert, dass sie derzeit frühestens 2026 von einem Baubeginn ausgeht. Ich hoffe wirklich, dass wir zumindest diese 2026 halten können, weil es tatsächlich hier, glaube ich, um ein wichtiges Stadtteilzentrum geht und letztendlich natürlich auch um ein wichtiges Nahverkehrsprojekt. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein. Dann habe ich für die Fraktionslosen gemeldet, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und im Stream. Die Königsbrücker Landstraße, wir haben es jetzt schon zweimal gehört, sie wird sehr schön. Ja, sie wird sehr schön und sie wird angenommen. Sie wird schön technisch gesehen, es wird kein Vorgarten geschliffen, es gibt weiterhin
ausreichend oder auch sehr breite Gehwege. Es gibt eine gute, eine schon nahezu perfekte Lösung für die Straßenbahn. Auch die Autos haben was davon. Sie können aus allen Einfahrten links rausfahren, sie können auf der Straße wenden und so weiter. Also sie sind integriert. Und natürlich das Rad, wir haben es gehört, auch das Fahrrad ist sehr zufrieden. Die Königsbrücker Landstraße in Klotzsche ist auch deswegen sehr schön geworden, weil der Prozess sehr schön gewesen ist. Frau Kaspari hat alles schon mehr oder weniger dazu gesagt. Letztendlich ist die Königsbrücker Landstraße aber so schön geworden, weil man die Wahrheit erkannt und die richtigen Planungsvoraussetzungen, die richtigen Planungsziele, die richtigen Planungsprämissen gehabt hat. Man hat A, man steht in der Vorlage, das kann man auch da lesen, dass die Königsbrücker Landstraße hat viele historische Einzeldenkmale. Und deswegen muss man behutsam mit dem Straßenzug umgehen. Es ist im Zentrumkonzept der Stadt Dresden als Ortsteilzentrum ausgewiesen. Und das städtebauliche Ziel in Ortsteilzentren ist der Erhalt und die Stärkung der Funktion als wohnortnahes Zentrum. Und das Dritte ist der Erhalt und die Ergänzung von Großgrün, also großen Bäumen. So, das waren drei Ziele. Dann kamen die Menschen dazu, die haben auch diskutiert, die Ziele haben sich übereingestimmt. Und nach einem Diskussionsprozess, der verglichen mit anderen Planungen relativ kurz war, ist ein harmonisches Ergebnis herausgekommen. Und ich möchte hervorheben, die Königsbrücker Landstraße, hier ist es gelungen, wir haben es gehört von Herrn Engel, die Straßenbahn, die Autos und die Fahrräder auf 10 Meter Straßenquerschnitt unterzubringen. Und es steht in der Vorlage, auf der Königsbrücker Landstraße fahren 13.000 bis 17.000 Autos pro Tag. So, das ist sehr schön, das beschließen wir heute. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass einige Kilometer weiter die gleiche Situation vorherrscht, nämlich auf der Königsbrücker Straße. Und auf der Königsbrücker Straße streiten wir uns seit über 20 Jahren. Warum? Weil wir eben nicht die Prämissen haben, wir wollen die Einzeldenkmäler schützen, das Geburtshaus von Erich Kästner. Weil wir nicht die Prämisse haben, wir möchten das Ortsteilzentrum stärken, sondern wir haben die Prämisse, wir wollen dort so möglichst wie schnell wie möglich durchfahren. Und es ist auf gar keinen Fall der Erhalt des Großgrüns irgendeine Planungsprämisse bei der Königsbrücker Straße in der Neustadt, zwischen Neustadt und Hechtviertel, sondern es werden alle 121 zum Teil sehr, sehr große und schöne Bäume werden gefällt. So, und dann fragt man sich, warum dauert es so lange? Es dauert so lange, weil das einfach mal nicht geht. Und zum Schluss lassen Sie mich sagen, das ist vielleicht etwas fürs Herz. Vielleicht hat ja diese Erfolgsgeschichte von der Königsbrücker Landstraße auch damit zu tun, dass die Protagonisten, die sonst immer rufen, dort ihren Wahlkreis haben, Herr Fischer, Herr Zastrow. Ja? Also da hat man jetzt nichts gehört. Und schauen Sie in die Vorlage, schauen Sie in den Themenstadtplan, Verkehrsmengen. Auf der Königsbrücker Landstraße fahren nicht weniger Autos. Es fahren gleich viel oder mehr Autos als auf der Königsbrücker Straße. Es gibt keinen Grund, diese Erfolgsgeschichte der Königsbrücker Landstraße nicht jetzt auch bald auf die Königsbrücker zu übertragen, die Bäume zu erhalten und die ganze Sache zu befrieden. Vielen Dank. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte schön, Herr Böhm. Ich würde das gleich mal von hier machen. Also lieber Kollege Schulte-Michelmann, man sieht, dass du nie mehr im Ausschuss bist. Also auf der Breite sind keine zwei Radwege angeordnet, sondern ein Radweg geht daneben lang. Und es ist nur ein Radweg angeordnet. Also insoweit ist es keine Blaupause für den Rest der Königsbrücker. Tut mir leid. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Dann einstimmig mit 68 Ja-Stimmen. So beschlossen.